Herzlich willkommen bei Zocker Andi Let's Play. Wir spielen heute ein neues Tower Defense Game, Bloons 5. Wir probieren den Ingenieur jetzt von Anfang an. Mal schauen, wie wir mit dieser Taktik vorwärts kommen. Runde 2. Und wir können ihn updaten. Runde 3. Dass er Tower kriegt. Und Runde 4. Noch mehr Tower. Das hilft zumindest am Anfang. Ich glaube, das ist ganz gut. Weil dann gehen am Anfang keine Bloons durch. Was bedeutet, wir kriegen mehr Kohle. Und um Kohle geht's ja. Runde 7. Wir müssen hier irgendwas bauen. Ja, dass diese Stahlballons platzen. Das ist nämlich blöd. Da sollten wir einen Sniper vielleicht nehmen. Eine gute Idee. Wir nehmen einen Sniper. Setzen wir da unten hin. Auf den stärksten soll er schießen. Und gleich schneller schießen. Updaten wir gleich. Ist vielleicht eine gute Wahl. Wir sind in der Runde 9. Und lassen den Sniper immer auf den stärksten schießen. Das ist ganz wichtig. Der schießt nämlich auch auf diese Stahlbloons, glaube ich, dann. Jetzt schießt er 4 Layer. Danach nehmen wir das Update für die Common-Bloons. Können wir uns schon leisten. Hier nehmen wir das Nägel-Update, dass die Nägel durchdringender sind. Und 8 Bloons gleichzeitig poppen. Können wir uns gleich leisten. Wir haben's. Als nächstes dieses Update, dass er mehr Range kriegt. Und Runde 14. Jetzt läuft es wesentlich besser. Der Ingenieur hier oben, der macht gute Dienste. Wir werden dann hier eine Monkey Village und den Super Monkey hin, dass die dann auch Common Flux attackieren. Ich glaube, das wird eine gute Combo werden. Und Runde 15. Runde 16. Runde 17. Runde 18. Und Runde 19 gleich. Bloons noch. Runde 19. Also jetzt läuft es schon wesentlich besser wie vorher. Andere Strategie, die funktioniert besser. Runde 22. Runde 23. In der nächsten Runde, glaube ich, kommt der eine Common Flak. Oder? Er ist schon vorbei. Runde 25. Den hat der Sniper schön abgeknallt, bevor er überhaupt noch im Spielfeld war. Wir upgraden den Sniper.
Jetzt kann er schon 7 Layer abballern. Runde 27. Muss man mit Nägeln hier ein bisschen nachhelfen. Und auch nochmal. Ah, zur Sicherheit hier eine Spike Factory hin. Größere Spikes. Später dann mal auf jeden Fall Super Monkey und Spike Village hier. Runde 29. Diese Stahlblunts sind kein Problem für den Sniper jetzt. Der haut die alle weg. Runde 30. Runde 31. Runde 32. Runde 33. Da kommen die Camouflax, aber die haben keine Chance. Bis jetzt ist noch keiner durch. Es läuft. Runde 34. Jetzt müssen wir zum ersten Mal ein bisschen langsamer. Es wird schon einiges jetzt. Wir upgraden den nochmal, dass er mehr Gas gibt, schneller schießt. Aber soweit sieht es ganz gut aus, Runde 35. Runde 36. Es läuft, es läuft. Ja, sparen wir gleich auf den Super Monkey oder zuerst die Monkey Village. Das ist jetzt die Frage, Runde 37. Warten wir nur ein bisschen ab, sammeln Kohle und falls wir es brauchen, können wir ja was kaufen. Bis jetzt läuft es. Sehr passabel. Runde 37 haben wir. Jetzt müssen wir hier nacharbeiten. Da müssen wir einiges nach jetzt. Aber es kommt uns keiner durch, das haben wir gut hingekriegt. Zuerst die Super Monkey, dann die Village und danach den Super Monkey wieder updaten. Aber zuerst die Village updaten, dass die hier ordentlich reinhauen. Jetzt kommen die wieder mit diesen Dingern hier, scheiße. Ja, aber es geht, es geht, es geht, es geht. Wir überleben es. Wir können uns die Village leisten. So, die kann jetzt da ordentlich reinhauen. So, Range wird erhöht von den Towern hier. Das ist schon mal klasse. Den Sniper müssen wir auch nochmal updaten, dass er richtig reinhaut. Zur Sicherheit hier noch was durch. Oh, jetzt müssen wir aber ordentlich nach hier. Oh, 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 oh. Aber da wird uns trotzdem nichts durchkommen. Wir haben es nochmal hingekriegt. Wir haben es nochmal hingekriegt. Wir updaten das Village jetzt, dass der Super Monkey effektiver arbeiten kann.
Und danach werden wir mal den Supermonkey updaten. Aber zuerst das Update für die Common Flag hier, weil sicher ist sicher. Haben wir. Ja, es läuft. Runde 42, es läuft wesentlich besser, es ist noch kein einziger durchgekommen, im Gegensatz zu vorher. Da waren wir nicht mal bei dem Level. Runde 43. Oh, jetzt kommt aber ein bisschen was hier. Nein. Jetzt werden da einige durch. Aber es wird nicht anders gehen. Okay, das hier updaten. Dann attacken die nochmal schneller. Runde 44. Und als nächstes den Supermonkey hier. Nicht die Range, sondern die Power. Wir müssen jetzt ein bisschen reinpfeffern, sonst bringt es nichts hier. Wir sind in Runde 45. Kann man uns leisten, oder? Ja, so, jetzt haut er richtig rein und gleich die Range auch nochmal. Danach nochmal die Range, dass er da runter auch geht. Beziehungsweise ein Plasma Blaster wäre noch besser fast. Aber es läuft, es läuft. Gegen diese Stahlballons kann der nichts machen, das ist blöde. Da werden wir jetzt einiges her können. Ah, da ist einiges durch, aber wir leben noch. Wir leben noch! Nochmal Range erhöhen. So, 47. Oh, jetzt geht's uns. Jetzt kriegen wir aber aufs Maul. Das kann nicht gut gehen hier. Scheiße. Aber wir leben noch immer. Wir haben es irgendwie überlebt. Fragt nicht wie, wir haben es überlebt. Der Sniper hier müsste auch ein bisschen Gas geben, aber der schießt zu langsam. Ne? Runde 48. Wir brauchen 2-9 hier für den Sniper, das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. So, Runde 49. Wir warten noch kurz, dann können wir den nämlich updaten hier. Das ist wesentlich wichtiger als wie der Sniper. So, der haut jetzt nämlich richtig rein. Das war jetzt ganz wichtig. Und als nächstes dann gleich den Sniper. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zockerandi Let's Play. Tschüss.